Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines YouTube-Kanals Deutsch mit Kain Hassan. In diesem Video werden wir zusammen die neuen Wechselpräpositionen im Dativ und im Akkusativ wiederholen und üben. Los geht's. Okay, Sie sehen diese Präpositionen im Alltag, zum Beispiel hinter, über, unter, vor, neben, zwischen, in, an, auf. Und die kommen sehr, sehr häufig vor bei den Texten, bei den Zeitungen, weiß ich nicht, bei den Anzeigen, in den Büchern und überall. Ne? Wir werden mit der ersten Präposition anfangen und das ist nämlich in. Ich habe die beiden Beispiele Ihnen hier geschrieben, dass Sie einfach Dativ mit Akkusativ 1 zu 1 vergleichen können. Okay, warum sagen wir die Wechselpräpositionen? Wechselpräpositionen bedeuten, die wechseln sich. Sowohl könnten sie bei Dativ als auch könnten sie bei dem Akkusativ kommen. Okay, warum bei Akkusativ? Weil sie solche Weise. Sie bewegen sich oder sie gehen von Punkt A zu Punkt B. Aber bei dem Dativ, wir haben nur einen Standort und wir bleiben bis dahin da. Okay, so zum Beispiel, ich gehe in den Park, Bewegung, ich bin in dem Park, keine Bewegung. Ich fahre in die Stadt, Bewegung oder Ortwechsel, ich wohne in der Stadt, ne? Stabil. Ich fliege in die Ukraine, ich lebe in der Ukraine. Ich reise in die Türkei, fliegen Ortwechsel A nach B, ich lerne in der Türkei. Stabil, eine Adresse. Ich gehe in den Supermarkt, Positionwechsel, Ortwechsel von zu Hause zum Supermarkt, ich kaufe in dem Supermarkt in eine Adresse, keine Positionwechsel. Und meine Lieben, bitte nicht vergessen, dass wir auch in dem als Abkürzung im sagen können. Zum Beispiel hier in dem können wir im auch schreiben. Das ist auch möglich. Oder hier. Bei in der haben wir keine abgekürzte Möglichkeit. Okay, geht es weiter. Unsere nächste Präposition ist an. Ja? Wenn wir zum Beispiel anlehnen, an etwas anfassen, neben etwas stehen und einen Kontakt zu dem Gegenstand haben. Und wie immer, wenn wir Ortwechsel haben, den Akkusativ, wenn wir stabil irgendwo warten oder nicht bewegen, dann Dativ. Ich klebe das Papier an die Wand, ja, Bewegung. Das Papier ist an der Wand, keine Bewegung. Ich hänge das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand. Könnten wir sagen, Akkusativ sind solche aktive Bewegung, aber bei dem Dativ ist das eine passive gemachte Aktivität, ja? So, ich lehne mich an das Auto, aktiv. Er lehnt an dem Auto, Dativ, ja, beziehungsweise passiv. Ich montiere das Fenster an die Wand, das Fenster ist an der Wand. Der Mann setzt sich an den Tisch, ja, der Mann sitzt an dem Tisch. Okay, meine Lieben, und hier haben wir nochmal eine Abkürzung für an dem, am können wir hier schreiben. Zum Beispiel hier geht auch mit die abgekürzte Form am, ja, und das muss ich auch nicht vergessen. Ich habe die Verben wie setzen, sitzen, stellen, stehen, liegen, legen, hängen, hängen auch in einem anderen Video schon vor ein paar Monaten vorbereitet. Das können Sie einfach bei den Videos Dativ und Akkusativ sehen, und ich habe das mit vielen authentischen Beispielen das vorgezeigt. So, nächste Präposition ist über, nochmal Ortwechsel A nach B, Akkusativ und stabil Dativ. Das Flugzeug fliegt über den Flughafen, Akkusativ, über den Tisch, Dativ. Ja? Ich klebe das Porträt über den Sessel, das Bild ist über dem Bett, ja?
Die Girlande hängt über dem Sessel. Ja, man kann, könnte Porte oder Girlande, es ist überhaupt kein Thema. Ja, er trägt einen Mantel über das Kleid. Ja, er hat einen Mantel über dem Kleid. Er klettert über die Mauer. Er ist gerade über der Mauer. So, Akkusativ und Dativ. So, geht es weiter. Nächste Präposition wäre auf, nochmal Akkusativ links, Dativ rechts. Ich lege das Handy auf den Tisch. Das Handy ist auf dem Tisch. Der Computer muss auf den Tisch hingestellt werden. Der Computer ist auf dem Tisch. Er setzt das Kind auf den Stuhl. Akkusativ, das Kind sitzt auf dem Stuhl. Er wirft den Ball auf den Boden, der Ball ist auf dem Boden. Wir fahren auf den Parkplatz, das Auto steht auf dem Parkplatz. Ja? Akkusativ und Dativ. Okay, wir haben hier nochmal links Akkusativbeispiele und rechts Dativbeispiele. Ich stelle den Kühlschrank vor den Tisch. Der Kühlschrank ist vor dem Tisch. Ja? So. Entschuldigung. Vor dem Tisch. So, ich parke vor das Kino. Er hat vor dem Kino geparkt. Ich lege oder das Auto ist vor dem Kino. Ich lege das Handy vor den Computer. Das Handy liegt vor dem Computer. Ich lege den Kuli vor das Heft. Ihr Kuli liegt vor dem Heft. Okay, so geht es auch bei allen 9 Präpositionen, immer wechseln, sowohl Dativ als auch Akkusativ. Okay, ich stelle den Kühlschrank hinter den Tisch, Akkusativ, der Kühlschrank ist hinter dem Tisch, Dativ. Ich parke hinter das Auto, er hat hinter dem Auto oder hinter dem Kino. Entschuldigung nochmal, ich parke hinter das Kino, er hat hinter dem Kino geparkt. Ich lege das Handy hinter den Computer, das Computer liegt hinter dem Computer. Das Handy liegt hinter dem Computer. Ich lege den Kuli hinter das Heft. Ja, der Kuli liegt hinter dem Heft. Neben. Ich stelle den Kühlschrank neben den Tisch, neben dem Tisch, ja, so Akkusativ, Dativ. Neben das Kino, neben dem Kino. Neben den Computer, neben dem Computer. Neben das Heft, neben dem Heft, ja. Wir haben alle dasselbe Beispiele. Nochmal mit alle anderen Präpositionen hier nochmal reingeschrieben. Unter haben wir nochmal Akkusativ, unter den Tisch, ich stelle den Computer unter den Tisch, der Computer steht unter dem Tisch, ja, so. Ich lege den Kuli unter das Heft, das Kuli liegt unter dem Heft. Ich lege das Geld unter den Teppich, das Geld liegt unter dem Teppich. Ich lege die Untertasse unter die Tasse. Die Untertasse ist oder liegt unter der Tasse. So. Bei Zwischen müssen Sie bitte aufpassen. Muss ja bitte aufpassen, dass man bei Zwischen die Pluralform des Objektes verwenden muss. Ja? Ich stelle den Kühlschrank zwischen die Tische, ja, zwischen den Tischen, Dativ Plural. Zwischen die Hefte, zwischen den Heften. Zwischen die Schränke, zwischen den Schränken. Ich stelle mein Fahrrad zwischen die Autos. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ja, okay, vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr nochmal was Neues gelernt habt.
Weitere Frage könnt ihr einfach in die Kommentare bitte schreiben oder andere Beispiele. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.